Erster. Oh mein Gott. Ich bin dem gerade in seinen Mund reingeflogen. So, ihr Fische. Heute wird nicht einfach nur herumgefischt, sondern heute geht es in den Sumpf. Letztes Mal waren wir im Fluss und da wurden wir vor einem riesigen Brecher gefressen am Ende. Und diesmal möchte ich mich gerne rächen im Sumpf. Im Sumpf werden wir ebenfalls das Deathmatch spielen und diesmal spielen wir Medium, okay? Das Ganze wird jetzt nochmal ein bisschen heftiger werden, denn wir werden versuchen, die Sumpffische jetzt freizuschalten, ne? Und ich bin auf jeden Fall bereit, diese Sache durchzugehen. Sei der Fisch. Oh mein Gott, okay. Also, es steht oben dran, cheated. Ihr wisst Bescheid, Leute. Ich bin ein bisschen am Cheaten in diesem Projekt. Aber ist nicht schlimm, weil dadurch werden die Videos ein bisschen interessanter. So, wir suchen uns jetzt erstmal einen Sumpffisch aus. Wir haben hier ganz andere Fische. Wir haben hier den Raptor. Den gibt es schon für 2 ganze Münzen. Ne? Und der hat tatsächlich 11 Leben, 1 Damage und ist ganz leicht, aber super schnell. Mit 360 Grad Drehung die Sekunde kann der sehr viel machen. Und er kann tatsächlich vom Hinterhalt angreifen und kann mehr Schaden machen. Alter, okay. Also, ich würde mal sagen, wir spielen dann erstmal einen Fisch, der kostenlos ist. Also erstmal einen Piranha, würde ich mal sagen. Und dann können wir erstmal unsere ersten Münzen sammeln. Mit der Piranha-Fähigkeit können wir andere Piranhas anlocken und damit unsere ersten Münzen bekommen. Okay, im Sumpf ist es schon ein bisschen anders. Also ich muss sagen, im Sumpf ist schon ein bisschen gefährlich. So, in dieser anderen Welt, wo wir waren, im Fluss, da war das Wasser so ganz normal. Aber im Sumpf, oh mein Gott, ich glaube, hier gibt es so richtig dicke Monster, die auf einen warten. Okay, versuchen wir erstmal auf Stufe 0 erstmal ein bisschen Happa-Happa zu finden, ne? Ich glaube, einen ganzen Lachs können wir gerade noch nicht angreifen, aber wir können uns hier schon... Oh! Alter, was ein Arsch! Der hat mich ja direkt gegessen. Ah, das kriegst du sowas von zurück. Komm her. So. Ich mache mein Radar, um die Leute anzulocken. Dem da schwimme ich hinterher. Den blauen hole ich mir. Oh mein Gott, wo ist er? Oh, da ist noch ein anderer dran. Alter, der hat mich ja fast getötet. Oh mein Gott, ich verblute. Schnell. Oh mein Gott, lass da ein bisschen auch essen. Okay. Okay, 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 ich bin an einem dran. Ich bin an einem dran. Ich mache ihm ganz wenig Schaden, aber dafür sehr viel. Oh, er hat mich gefressen. Okay, wir sind zu schwach. Okay, da ist ein Fisch, den wir angreifen können. Das ist dieser blaue, den ich auch vorhin angreifen wollte. Ich rufe meine Kollegen dazu. Oh, guck mal, da unten ist ein Wels oder so. Oh, oh, der hat mir gerade ein Biss zurückgegeben, ne? Warte, ich muss da weiter dranbleiben. Okay. Ich weiß nicht, wo meine Kollegen bleiben. Jetzt muss ich hier diesen blauen Fisch ganz alleine essen, ne? Aber das werde ich schaffen. Okay, beiß rein. Ich schaff das. Das ist ein Kampf, ey. Der hat halt richtig viel Leben und wir machen ganz, ganz wenig Schaden, ne? Wir brauchen mehr Piranhas an unserer Seite, aber unsere Fähigkeit bringt uns nichts. Die kommen einfach nicht. Komm schon. Wenn ich den gegessen habe, dann sind wir richtig weit. Dann haben wir auch richtig viele Münzen, glaube ich. So, komm schon. Oh, ich habe mein kleines Level abgeholt. Wo ist er? Wo ist er hin? Hä? Der ist einfach verschwunden. Nein! Da! Das ist die Blutspur. Er ist da. Oh mein Gott. Ich bin dem gerade in seinen Mund reingeflogen. Oh, Alter, ich muss hier die ganze Zeit alleine kämpfen. Okay, ich mache den Turbo-Boost jetzt. So, ich habe mich jetzt auf Level 7 gebracht. Jetzt bin ich ein großer Piranha. So, jetzt wird richtig gegessen, sage ich euch. So, jetzt hole ich mir den blauen Fisch, aber... Wo bist du, blauer Fisch? Dieser blaue Fisch ist ein absoluter Turbo... Oh mein Gott, da ist so ein Dings. So ein Gruselfisch, die so gruselig aussehen, aber die sind klein. So, einen davon kann ich jetzt mal essen. Oh mein Gott. Alter, machen die Schaden. Okay. Jetzt werde ich von denen angegriffen. Oh, die machen richtig viel Schaden. Oh, okay. Ich muss die jetzt alle essen. Okay, alles klar. Level up. Oh mein Gott, ich esse gerade richtig viele von denen. Das sind diese Gruselfische, die wir am Anfang gesehen haben. So. Okay, Level 8 schon. Wir haben 10 Münzen schon. Okay. Den können wir jetzt auch essen. Okay. Wir haben ihn gegessen. Okay. Fressen oder gefressen werden gilt hier im Sumpf. Mal gucken, ob wir nochmal einen dicken finden können. Vielleicht irgendwo in der Höhle. Oh, was ist das hier für eine Höhle? Sag mir nicht, dass hier ein Monsterfisch auf uns wartet. Was ist das für Musik? Ist hier ein Monsterfisch?
Ist hier irgendwo ein Monsterfisch? Alter, diese Höhle ist richtig gruselig. Hallo? Hallo? Ich bin ein kleiner Piranha. So reden doch Piranhas, oder? Okay, in der Höhle war nichts. Aber sehr gruselig. Okay, vielleicht finden wir hier draußen noch... Oh! Alter! Ich muss hier weg! Alter, ich wurde gefressen! Von einem Lachs! Was ist das für einer? Junge, der ist ja richtig asozial. Wirklich, das geht gar nicht. Okay, wir nehmen uns einen anderen Fisch. Wir werden uns jetzt einen Raptor holen. So, den wollte ich sowieso schon spielen die ganze Zeit. Komm, spielen wir den mal. Der sieht nämlich auch richtig cool aus. Okay, so, jetzt spielen wir einen Raptor. Die sind ganz klein, aber wir können schon mal ein bisschen aufleveln. Dann sind wir ein bisschen größer. Lass uns mal so auf Level, sagen wir mal Level 8 bringen. Dann sind wir schon mal größer. Dann können wir andere, andere Raptors können wir nicht essen. Okay, aber vielleicht können wir so einen dicken hier essen. Ach, die Raptors, die wir hier haben, ne, die haben einen ganz langsamen Biss. Alter, aber der macht 10 Schaden mit einem Biss. Dieser blaue Fisch. Alter, 9 Schaden. Oh, Junge, wir machen richtig viel Schaden mit dem. Oh Gott, der Raptor, den wir hier haben, der ist im Gegensatz zum Piranha, hat der einen Monsterbiss drauf. Und schaut euch das an, wir essen sogar so einen blauen jetzt komplett auf. 3,6 Schaden, 3,6. Okay, jetzt machen wir nicht mehr so viel. Ah, okay, oh mein Gott, 60 EP? Niemals. Oh, wow, okay. Raptor, Gang off. Gang on. Okay, wir können also mit einer Gang herumschwimmen. Oh, das ist eine Schildkröte. Nein, das ist ein Krabben. Lass mal eine Krabbe essen. Oh mein Gott. Okay. Komm her! Wo ist meine Gang? Alter, Alter, diese Krabbe ist richtig stark. Wir können der Krabbe nicht so viel Schaden machen. Alter, die Krabbe hat sich in uns drin verhangen. Du blöde Krabbe, komm her. So, jetzt machen wir hier Schaden. Wir essen die Krabbe, wir essen die Krabbe. Wir haben sie, wir haben sie. Oh mein Gott, wir haben sie aufgegessen. Okay. Leute, wir haben 20 Münzen. Okay, das sieht sehr gut aus. Wenn wir richtig viele Münzen haben, können wir auch heute einen richtig dicken spielen. Also, komm, wir gehen mal hier auf Level 11 hoch. Dann, oh, okay. Wir machen jetzt nochmal Level 12. Warte, können wir Level 12 machen? Ja. Okay. Jetzt sind wir Level 12. Wir sind jetzt auf jeden Fall ein gut ausgewachsener Fisch. Und jetzt müssen wir nur noch nach dem richtigen Objekt suchen. Wenn wir einen gut treffen aus der... Da ist er. Der Typ hat uns vorhin getötet. Jetzt krieg ich dich. Nein. Nein, Alter. Nein. Jetzt können wir uns wieder einen neuen Fisch holen. Okay. Der hier 10. Der Karpfen 20. Dieser blaue 25. Und dieser krasse kostet 40. Oh mein Gott, wir können auch einen Catfish spielen mit 80. Okay, lass uns mal diesen blauen hier holen. Ich glaube, der ist richtig schnell und richtig stark. Deswegen lass ihn mal ausprobieren. Also, mit 25 Coins sind wir in die Richtung eigentlich ganz gut ausgestattet. Und den blauen, den können wir jetzt mal kurz upgraden. So, damit wir hier erstmal auf ein gutes Level kommen. Der hat auch eine gute... Oh mein Gott, okay, wir sind Level 20 jetzt mit dem. Alter, okay, jetzt können wir mal gucken, ob wir damit die ganz Großen auch angreifen können. Okay, wir machen 25 Schaden. Damit können wir die Großen schon mal ganz gut essen, ne? Jetzt schauen wir mal, wie viel Geld es uns gibt. Oh ja, damit können wir gut Geld sammeln. Damit kommen wir auf unsere 80 Münzen bestimmt gut drauf, dass wir den Catfish spielen können. Den letzten Fisch der Sumpfebene. Aber wir brauchen einen, der uns ebenwürdig ist. Alter, aber man muss sagen, wenn man groß ist, ist man nicht mehr so stabil. Lass mal hier so eine Krabbe essen. Okay. Warte mal, das sind jetzt viele Snacks, die wir hier haben. So, da haben wir viele Snacks jetzt. Oh mein Gott, okay. 20 Münzen haben wir schon. So, jetzt essen wir mal noch die Krabbe hier. Kriegen wir, Alter, wir kriegen die Krabben einfach mit 2 Bissen gegessen. Guck mal, hier ist eine Krabbenhöhle. 2 Krabben auf einmal gesnackt. Okay. Ich habe das Gefühl, wenn man groß ist, verstecken sich die Fische richtig vor einem. Oh, da ist ein Wels. Das ist ein Catfish. Ich hab ihn. Oh mein Gott. Das ist ein harter Kampf jetzt. Oh mein Gott. Niemals! Okay, ich bin Level 20. Ich muss ihn schaffen. Bitte lass mich in Ruhe. Nein! Wir schaffen es nicht! Ich muss weg.
Ich muss weg. Ich hätte es nicht geschafft. Ich hätte es nicht geschafft gegen den Catfish. Der Catfish ist einfach zu stark. Ich muss etwas anderes essen. Da unten ist der Catfish. Wir regenerieren uns langsam. Ich brauche einen kleinen Snack. Oh mein Gott, da kommt der Catfish wieder. Ich hoffe, er isst mich nicht auf. Okay. Komm, iss den auf, iss den auf. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich muss hier schnell weg. Nein! Wir sind wieder auf Null. Ach, ich hole wieder Geld. Alter! Okay. Warte mal, welches Level kann man mit einem Fisch werden, ne? Also, ich bin hier gerade immer noch am Leveln. Ich glaube, man kann Level 100 werden. Alter, wir sind viel zu groß für diesen Teich jetzt. Was ist das denn? Oh mein Gott, ich bin so groß. Ich kann aus dem Wasser einfach rausgucken. Okay, Leute. Jetzt kämpfe ich gegen den Catfish. Aber ich bin viel zu groß, Mann. Ich bin so groß. Ich schaff's nicht mal in den Sumpf rein. Ich häng fest. Kann ich bitte wieder schwimmen? Nein, ich bin zu groß. Jemand muss mich angeln. Leute, das, ich muss einen anderen Fisch wählen. Wow, okay. Wow, ich muss jetzt wieder von Anfang an anfangen. Das ist so nervig. Okay, Level 30 dürfte erstmal ausreichen, ne? Als Piranha. Damit haben wir auf jeden Fall... Wir sind als Piranha natürlich nicht mega stark, aber vielleicht können wir einen Catfish damit essen. Und im Notfall werde ich einfach während dem Kampf gegen den Catfish noch ein bisschen leveln. Okay, jetzt werde ich den Catfish besiegen. So. Da ist er! Jetzt habe ich dich. Oh, ich habe ihn gegessen. Oh mein Gott, ich habe 183 Münzen. Ja, oh mein Gott, ich bin der König der Meere. Oh mein Gott, ich habe es geschafft. Ich kann jetzt alles essen, was ich möchte. Ich habe 340 Münzen. Yeah, Fish Select. So, jetzt kann ich den allergrößten Fisch essen. Also, Spiel. Ich habe den hier, den Catfish. Und der hat tatsächlich die Möglichkeit, 50% größere Fische einfach zu schlucken. Und er kostet uns gerade mal nur 80 Münzen. Oh mein Gott, wir haben ihn. Den Catfish. Oh mein Gott, wir spielen ihn. Das ist der Größte. Der Größte von allen. Und er ist erst Level 1. Jetzt frage ich mich, was passiert, wenn wir den Level 80 machen gleich. Okay, lass mal gucken, wie der funktioniert. Also, wir haben einfach die Möglichkeit, mit Rechtsklick die Fische einfach zu schlucken. So, da ist ein anderer Catfish. Oh, Alter, man kann die Fische einfach so essen. Du musst sie nicht mal mehr angreifen. Du isst sie einfach. Oh, das ist cool, Leute. Also, einfach nur den Mund aufmachen und einsaugen. Mehr gibt es hier nicht zu machen. Aber man ist viel langsamer als Catfish. Man kann auch zubeißen, aber das Schlucken ist das eigentlich Wichtige. Er hat die Fähigkeit, einfach so die Fische zu schlucken. Okay, gucken wir mal, wie groß dieses Seebestienmonster werden kann. Level 1 sind wir. Okay, wir gehen durch. Level 3. Okay, wir cheaten weiter. Okay, Level 4, Level 5, Level... Okay. 23, 24. Okay, wir gehen auf 40 zu. 44, 50. Okay, kleiner Zwischenstopp. Wie groß sind wir? Alter! Okay. Wir sind sehr groß. Okay. Wir müssen eine gute Stelle finden, damit wir uns noch weiterhin bewegen können. Und nicht zu groß werden. Oh mein Gott. Ich muss auf jeden Fall im Ozean leben. Ich habe zu wenig Platz hier. So, lass mal kurz Rückwärtsgang. Piep, piep, piep. Und jetzt Vorwärtsgang. So, oben an der Oberfläche. Oh mein Gott. Okay, wir sind so groß. Wir können einfach so manchmal essen. Dann kriegen wir manchmal Fische in unseren Mund. Okay, ich update weiter. Wir gehen auf Level 60. Okay, Level 70. Level 80. Level, Level 90, wir sind draußen. Level 100. Okay, Leute, wir sind auf Level 110. Wir sind auf Level 120. Wir sind auf Level 130. Oh mein Gott, was passiert hier? Was passiert hier? Ah, er stellt sich langsam auf, so groß ist er. Ich bin einfach Level 200 gleich. Okay, gleich schwimmen wir. Bei Level 200 schwimmen wir. Noch 20 Level. 15, 10 und wir sind Level 200 Catfish. Wow. Das hat uns gar nichts gemacht.
Ich kann einfach manchmal essen und dann kriege ich einfach manchmal Punkte, weil ich einfach irgendwelche Fische esse, weil ich so groß bin. Oh, da habe ich wieder welche gegessen. Okay, das war's, Leute. Das ist komisch. Okay, wir sind der größte Fisch im Sumpf geworden und müssen uns auf jeden Fall auf eine andere Art und Weise wieder ablenken, um noch größer zu werden. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, gebt einen Daumen nach oben. Haut rein, Leute. Tschüss, Kowski!